stellt sich natürlich für viele die Frage, die ich mir manchmal natürlich auch stelle, warum OpenSUSE, warum diese riesige Distribution? Ich möchte das kurz mal zeigen, warum ich da so mich drauf eingeschossen habe. Es geht nicht um die Command Line, das wäre ja auch komisch, sondern es geht tatsächlich um die entsprechenden Tools, die mitgeliefert werden. Und da ist natürlich ganz besonders das Tool zur Einstellung des Systems die wichtigste Hilfe. Der Name JAST hat sich dafür eingebürgert und ist von OpenSUSE so vergeben worden. JAST steht für noch ein anderes Setup-Tool, also Yet Another Setup-Tool. Ich persönlich finde das speziell für Anwender, die ja, mit Windows schon einige Berührung hatten, auch die Systemeinstellung mit Windows vielleicht schon durchgeführt hatten, durchaus sehr praktikabel. Nicht praktikabel ist die doch sehr umfangreiche Softwarebibliothek, die bereits mitgeliefert wird. Und ich möchte dazu mal ein Beispiel geben. Schauen wir uns das mal an. Ich habe jetzt mal die Softwareinstallation gestartet, also das Umfeld zur Softwareinstallation angestartet. Es wird im Internet die aktuellsten Kataloge runtergeladen. Ein Katalog heißt Repository. Und mit Hilfe dieses Kataloges kann ich nun beginnen, bestimmte Tools zu installieren. Ich kann es mir ganz einfach machen. Wenn ich mich gar nicht so auskenne, dann schaue ich einfach mal mit Basis des Schematas, was ich denn so brauche. Kann man sehr schön schauen, wenn ich hier gucke nach Konsolenwerkzeuge und nehmen wir nochmal das Beispiel Midnight Commander. Tolle Sache, kann man sehr schön nutzen. Wenn ich mir aber hier mal das so durchblättere, da sieht man schon, was sind das alles eigentlich alles für Programme, was ist da für ein Umfeld, was muss ich hier alles noch mit installieren, wenn ich es denn wirklich installieren wollte. Und da liegt so ein bisschen auch die, ja, nicht die Schwierigkeit, sondern diese ablehnende Haltung gegenüber dieser Distribution. Sie ist halt wahnsinnig groß. Es ist alles da, was man braucht, also wirklich alles an Bord. Und es ist alles an Bord, was man manchmal nicht braucht. Das ist leider so, das kann man sehen, wie man möchte. Das soll halt wirklich, oder diese Distribution versucht, ein sehr komplexes Bild abzubilden. Und welche Distribution hat schon an Bord einen textbasierenden www-Browser. Wenn wir das jetzt mal installieren würden, dann habe ich jetzt rein zufällig verwendet. Jetzt ist es installiert, dieser textbasierende Browser. Und textbasierender Browser heißt, ich gehe natürlich selbstverständlich in die Command Line und hier würde ich jetzt nun diesen textbasierenden Browser öffnen. Und das ist er. Er heißt Lynx. So sah früher das Internet aus. Wenn wir jetzt mal hingehen und würden beispielsweise doch mal so eine Seite nehmen, die uns vielleicht allen ein bisschen geläufig ist. Nehmen wir mal hier so Lynx www. Eine Seite. So sieht das momentan aus. Und wir gucken mal hier so durch und schauen mal, wenn wir hier so heiße Netze. Gottes Willen, ne? Also es ist wirklich, haben wir jetzt so die heiße Netze, dann haben wir hier aktuelle News, das ist wirklich ein bisschen, ja, wenn man sich überlegt, dass man das so vielleicht hätte früher, war das so, sehr einfach gehalten, das ist der ursprüngliche Sinn dieser Internet basierenden Umgebung. Ich möchte damit halt nur mal als Beispiel darstellen,
Das Ganze kann man hier nachinstallieren. Hier wird Hardware oder auch die Netzwerkdienste alle angeboten, deren wir uns ja noch wenig genähert haben. Möchte ich auch gar nicht weiter darauf eingehen, aber hier haben wir beispielsweise im vorhergehenden Videos kurz dargestellt das Netzwerk. Das ist wieder so ein bisschen nach Microsoft Windows Umfeld, so ein kleines bisschen angelehnt. Da haben wir die Karte, das ist die erste Netzwerkkarte. Dann ist das Routing. Das Routing findet hier jetzt automatisch statt. Das ist der Name, da ist unser Domain Name Server oder unser entsprechender Namensserver. Das ist wirklich einfach gehalten, hilft aber trotzdem im Vergleich zu der Command Line, wo ich doch dann vieles anderweitig eingeben muss. Das möchte ich mir hier unter Umständen noch gar nicht merken. Deswegen ist es schon sehr schön, dass man diese Dinge hier so gut handeln kann. Man kann hier auch sehr sinnvoll beispielsweise Benutzer einrichten. Wir haben hier den Benutzer Kaleidoskop. Das ist der sogenannte Standardbenutzer. Dann haben wir den Root-Benutzer, das ist der Super-User. Super-User sind ja auch eine ganz besondere Gruppe von Benutzern. Und hier kann ich sehr komfortabel einfach Benutzer hinzufügen. Kann sagen, Mensch, das ist der User 2. Und der hat natürlich auch ein Passwort. Selbstverständlich bekommt der eins, vielleicht auch ein ganz tolles, ganz schwieriges Passwort. Das war jetzt ein sehr einfaches. Es sieht halt schöner aus, wenn man das hierüber macht, als wenn man auf der Command Line als Super User das Kommando User Add ausführt. Das ist schon ein bisschen, ne, wenn man das sich so anschaut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was muss ich hier alles tun? Eigentlich wenig, aber das Problem ist halt, sind diese ganzen Parameter, die möchte ich mir doch gar nicht merken, wenn ich das heute oder morgen mal mache und die nächsten 3 Jahre nicht mehr, dann ist mir doch diese Oberfläche, wenn ich mich ein bisschen dran gewöhnt habe, doch sehr, sehr viel näher als vielleicht die Command Line.